Wow, diese Zeichnung ist voll schön. Ich füge noch mehr Blau hinzu. Hey, Kleine, das sieht ja gut aus. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich werde das Haus ausmalen. Oh, gute Idee, Papa. Was ist denn hier los? Oh, macht mal Platz für mich. Hey, was machst du da? Das Haus ist doch nicht orange. Doch. Hör auf damit. Mama? Papa? Die machen das kaputt. Okay, das reicht. Dann mal los. Ist das alles, was du drauf hast? Du hast noch nichts gesehen. Hä, was ist passiert? Wo sind wir? Was habt ihr gemacht? Meine Zeichnung ist kaputt. Schon gut, keine Sorge. Das bringen wir wieder in Ordnung. Ich brauche etwas Inspiration. Oh, das macht mich hungrig. Oh, warte. Ich bin immer gut vorbereitet. Soll das ein Witz sein? Was? Ich muss etwas essen. Du denkst immer nur ans Essen. Mama, mach was. Tut mir leid, mein Schatz, aber es wird nicht lange dauern. Perfektion kann man nicht überstürzen. Mir ist so langweilig. Das ist nicht fair. Kannst du dich bitte beeilen? Emma ist verärgert. Gib das her. Hol dir deinen eigenen Reif. Nein! Sieh mal, was du getan hast. Darüber sprechen wir später. Überall ist Reis. Moment mal. Das bringt mich auf eine Idee. Ich gebe einige Tropfen Speisefarbe in ein Glas Wasser. Dann rühre ich es um. Jetzt kommt der Reis hinzu. Als nächstes brauche ich Klebstoff. Ich trage den Kleber auf meine Zeichnung auf. Nur auf die Rasenfläche. Dann brauche ich den Reis. Ich streue ihn über den Kleber. Ich kann verschiedenfarbigen Reis für verschiedene Teile verwenden. Jetzt kann ich den überschüssigen Reis wegpusten. Wow, sieht zum Anbeißen aus. Was denkst du, Emma? Hä? Wow, ich liebe es, Mama. Und du, Papa? Hä? Hast du was gesagt, Emma? Moment, was ist hier los? Dafür gibt es nur eine Lösung. Was ich für meine Familie tue. Papa sieht komisch aus. Ich bin noch nicht fertig. Ich brauche Papier. Seht euch das an. Es ist ein Selbstporträt. Es ist toll, aber Mama gewinnt diese Runde. Danke, mein Schatz. Du musst dein Zimmer jetzt nicht mehr aufräumen. Wuhu, das macht Spaß. Oh, was ist das? Sieh sie dir an. Emma, leg das weg. Nene. Hör sofort auf damit, Fräulein. Hörst du mir überhaupt zu? Oh, oh, ihr Auge macht dieses seltsame Zucken. Das bedeutet Ärger. Ganz ruhig. Versuch das mal. Gib mir das. Ach, ich spüre, wie die Spannung nachlässt. Oh, das fühlt sich schon besser an. Du verstehst mich einfach, mein Lieber. Warte, ich glaube, ich kann das benutzen. Ich beginne damit, einen Baum zu zeichnen. Man muss die Natur lieben. Dieser schwarze Stift ist perfekt für die Äste und den Stamm. Das sieht gut aus. Jetzt nehme ich ein kleines Quadrat aus Luftpolsterfolie und tauche es in Farbe. Ich mische Rosa und Weiß. Ich tupfe sie über die Zeichnung. Es ist ein wunderschöner Blütenbaum. Gefällt er dir, Emma? Ups, ich Dummerchen. Wow, Mom, der ist toll. Hey, vielleicht kann ich das auch verwenden. Ich weiß, was zu tun ist. Wie sehe ich denn aus? Ich würde sagen, ich sah nie besser aus. Ich bin ein Kunstwerk. Bist du ein Scherzkick? Das ist toll, Papa. Der Gewinner ist Mama. Schon wieder? Wow, was für eine Ehre. Wirklich? Lass mich diese Luftblase zerplatzen. Was riecht hier so? Es stinkt. Es kommt von hier drüben. Es wird stärker. Igitt, ich hätte es wissen müssen. Was ist los? Das ist mein natürlicher Geruch. Es riecht gut. Ich habe genau das Richtige, um dieses Problem zu lösen. Benutzt das. Eine Menge. Wenigstens riechst du so nicht mehr. Danke. Das ist wie in der Nacht, in der wir uns kennengelernt haben. Meine persönliche Hygiene war in dieser Nacht auch schlecht. Das war so romantisch. Küss mich. Als ob ich dazu jemals Nein sagen würde. Igitt, das ist ja so ekelhaft. Hä? Oh, hey, hi, mein Schatz. Tut uns leid. Was soll ich jetzt tun? Moment.
Ich habe eine Idee. Hör dir das an, Schatz. Was machen die da? Verstehst du? Jetzt sollten wir anfangen. Zuerst nehme ich das Deodorant auseinander. Einfach so. Jetzt fülle ich den Behälter mit Farbe. Dann setze ich die Rolle wieder auf. Wenn ich ihn auf das Papier drücke, kommt Farbe heraus. Es ist wie mit einem Malpinsel. Und es ist toll, um ein Bild zu schaffen. Sieh dir das an. Es verdient einen Rahmen. Sieh dir das an. Es ist wundervoll. Es ist ein gemeinsames Projekt. Wow! Wir können es im Wohnzimmer aufhängen. Es könnte Omas Foto ersetzen. Benimm dich. Es ist unentschieden. Wohlverdient. Das verdient einen schnellen Kuss. Oh, ich bin so müde. Emma, juhu! Haha, Mama. Ich mach nur kurz meine Augen zu. Schau, ich kann meine Nase mit der Zunge berühren. Siehst du, was für ein Talent ich bin. Kannst du das? Ich habe ein Auge auf dich. Oh je, Rosa steht dir. Ich fühle mich so lebendig. Daran könnte ich mich gewöhnen. Das ist toll, Papa. Aber mach nicht so einen Lärm. Ich hole jetzt meinen Schönheitsschlaf nach. Ich dachte, das würde funktionieren. Wir haben unser Bestes gegeben. Wie wär's mit Schattenspielern? Schattenspielern? Ziemlich cool, oder? Warum hast du nicht damit angefangen? Das ist so unterhaltsam. Ach, die alten Schattenpuppen. Aber das sieht gar nicht so schwer aus. Oh, ich habe eine Idee. Ich lege meine Hand auf das Papier. Dann zeichne ich um sie herum. Jetzt muss ich nur noch die Details hinzufügen. Wie ein paar Augen. Es ist ein Drache. Aber er ist noch nicht fertig. Er braucht etwas Farbe. Die Flamme darf ich nicht vergessen. Schau dir das an. Wow. Ich dachte, dir gefällt es. Ich werde mich an Ballonkunst versuchen. Das ist ein Hund. Hey, bleib zurück. Lauf weg. Was für eine Show. Ihr habt beide gewonnen. Oh, schau mal. Toll. Ich möchte, dass meine Haare schön aussehen. Ich weiß. Fangt! Was sollen wir denn damit machen? Ich weiß, ich könnte diese Bleistifte gebrauchen. Und eines dieser Haarbänder. Ich denke, das könnte klappen. Ich wickle das Haarband um zwei Bleistifte. Ich muss sicherstellen, dass sie sicher sind. Ich bringe einen zweiten Bleistift am anderen Ende an. Ich werde einen Bleistift über diese Cupcake-Zeichnung legen und dann um sie herum zeichnen. Der zweite Bleistift wird eine Kopie erstellen. Jetzt muss ich es nur noch ausmalen. Ich achte darauf, auf den Linien zu bleiben. Das wird toll aussehen. So, ich bin fertig. Gefällt es dir? Das ist meins. Lass mich das mal sehen. Wow, das ist ziemlich schlau. Ich frag mich, was ich tun kann. Ich füge diese Bleistifte zusammen und benutze sie als Katapult. Nimm das! Vorsichtig! Hör auf damit! Autsch! Au! Mir ist schwindelig. Das hast du irgendwie verdient. Guter Schuss, Papa! Es gibt aber einen klaren Gewinner. Das ist so nett, Schatz. Wo bin ich? Oh, du bist so ein Spaßvogel. Oh, diese Buntstifte sind schön. Hier, Mami. Guter Wurf. Ich hab ihn. Das ist zu einfach. Oh, ich war vielleicht ein bisschen aufgeregt. Die sind alle kaputt. Viel Glück damit. Ist schon gut. Ich hab diesen Kleber. Ich bin gut im DIY. Sie werden so gut wie neu sein. Probieren wir es aus. Tu so, als ob das nicht passiert wäre. Keine Sorge, ich habe einen Plan B. Ich kann das hier verwenden. Das ist ein Scherz, oder? Das wird nicht funktionieren, Papa. Zumindest versuche ich es. Es gibt nur eine Lösung dafür. Schatz, leg den Hammer weg. Ich weiß, was ich tue. Moment mal. Ich habe eine bessere Idee. Ich werde die Buntstifte über diese Schmetterlingsschablone streuen.
Dann wird eine Plastikfolie darüber gelegt. Jetzt muss ich meine Verspannungen lösen. Das ist meine Art von Kunst. Wir müssen später darüber reden. Ich werde mich auf meine eigene Kunst konzentrieren. Das ist gar nicht so schlecht. Ich bin auch fertig. Ich entferne die Schablone. Das sieht doch gut aus. Gefällt es dir? Oder gefällt dir meine Wassermelone? Oh, das ist nicht einfach. Es ist unentschieden. Das nehme ich an. Gut gemacht, Schatz. Wow, das macht Spaß. Ich will's nochmal machen. Los geht's. Wow, guck dir das an. Ist wie Zauberei. Was machst du? Ich will das auch machen. Nein. Aber, na gut. Hör auf damit. Hey, nicht auf meine Haare. Nimm das. Mehr hast du nicht drauf. Stopp. Warte. Wo sind wir? Hier drüben. Wird Zeit für eine Kunst-Challenge. Ah, so schöne Blumen. Mutter Natur verwöhnt uns. Guck, ein schöner Schmetterling. Hä? Wo fliegt der hin? Er ist so anmutig. Was wollen wir machen? Ups, wie dumm von mir. Wartet kurz. Ich möchte, dass ihr den Schmetterling zeichnet. Ah, okay, das kann ich. Lass mich nachdenken. Das sollte nicht schwer sein. Los geht's. Ich hole mein Malzeug. Alles, was ich brauche, ist hier drin. Ich nehme diesen Pinsel. Das wird der schönste Schmetterling aller Zeiten. Wartet's nur ab. Der wird euch umhauen. Ich male eine Seite. Oh, hallo. Wow, das ist fantastisch. Oh nein, mein Bild. Ich hab's ruiniert. Das ist deine Schuld, Schmetterling. Warte mal. Ich denke, ich krieg das hin. Ich spritze Farbe aufs Glas. Die verteile ich dann mit dem Schwamm. Ich mache eine gleichmäßige Schicht. Das Glas soll bedeckt sein. Jetzt brauche ich ein Wattestäbchen. Mit dem zeichne ich einen Schmetterling drauf. Sieht toll aus. Da lege ich ein Blatt drauf und drücke es vorsichtig an. Dann ziehe ich es langsam ab. Wow, das ist perfekt. Sogar besser, als ich dachte. Ich bin ein Genie. Ich habe noch nie so einen Schmetterling gesehen. Wow, den hast du gemacht? Ich muss mich anstrengen. Oh, hier muss doch was Passendes drin sein. Das ist alles nur Müll. Echt enttäuschend. Warte mal, ich hab's. Ich falte diese Buchseite und dann zerschneide ich die. Dabei lasse ich mir Zeit. Daraus sollen Flügel werden. Genau so. Wenn ich das aufklappe, habe ich einen Schmetterling. Aber der ist noch nicht fertig. Ich male den Rand schwarz nach. Dann kann ich den dekorieren. Auf die Flügel male ich ein Muster. Und fertig. Jetzt kommt Farbe dazu. Rosa ist die perfekte Farbe. Für beide Seiten. Jetzt biege ich die Sicherheitsnadel zurecht. Puh, ist ein bisschen schwer. Ich biege das Ende etwas zurück. Genau so. Hier kommt ein Gummi rum. Dann festziehen. Sieht gut aus. Jetzt brauche ich die Büroklammer. Die muss ich aufbiegen. So gerade, wie es geht. Der Gummi kommt hier hin. Dann biege ich die Büroklammer zusammen. Perfekt. Jetzt schiebe ich die durch die Spitze der Sicherheitsnadel und biege die Enden auseinander. Das sind die Fühler. Darauf kommen die Schmetterlingsflügel. Und es wird noch besser. Wenn ich hier drehe und loslasse, fliegt er. Wow, echt cool. Das Beste, was ich je gemacht habe. Was? Wie hast du das gemacht? Fantastisch, stimmt's? Wow, der ist zu mir geflogen. Der muss mich mögen. Annie gewinnt. Wirklich? Wow. Das ist unfair. Was macht sie da? Saftige Ananas. Die ist so gut. Es gibt nichts Besseres. Oh, ihr seid noch hier? Das ist eure nächste Challenge. Oh, bitte. Das wird zu einfach. Aber ich muss mich entscheiden, was ich nehme. Eine schwere Entscheidung. Ich weiß nicht. Oh, ich glaube, sie will mich ärgern. Ich habe Hunger. Ich hätte gerne was Leckeres zu essen. Hey, ich weiß. Ich habe noch was vom Mittag übrig. Eine leckere Mandarine. Köstlich. Ich freue mich drauf. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Na, ich nehme alles. Oh ja, das ist echt gut. Annie, im Unterricht wird nicht gegessen. Aber sie, die Ananas. Ups, Entschuldigung. Ich werf sie gleich weg.
Warte mal, ich habe da eine Idee. Ich mache was aus der Schale. Ich brauche noch diese Kappe. Die drücke ich in die Schale. So bekomme ich kleine Kreise. Ist wie beim Kekse ausstechen. Weiter geht's. Ich brauche einen Kreis aus Karton. Darauf skizziere ich ein Oval. Jetzt zerreiße ich grünes Papier. Das baut auch Stress ab. Ich brauche kleine Streifen. Die müssten reichen. Jetzt klebe ich die auf den Karton. Und zwar oben aufs Oval. Jetzt zu den Kreisen aus der Schale. Die kommen ins Oval. Ich werde sie so schichten. Immer im Wechsel. So entsteht ein toller Effekt. Das war's. Eine leckere, aussehende Ananas. Hä? Du bist schon fertig? Ich bin echt zufrieden damit. Guck's dir an. Oh, so ist das also, ja? Sie darf nicht gewinnen. Warte mal. Ich habe eine tolle Idee. Ich klebe das Tape über den schwarzen Karton. Der obere Teil bleibt frei. Jetzt brauche ich goldene Farbe. Ich habe eben einen edlen Geschmack. Mit der male ich die freien Fläche aus. Aber nicht alle. Nur eine ovale Form. Dann ziehe ich das Klebeband ab. Jetzt darf nichts kaputt gehen. Wow, das sieht toll aus. Jetzt zur grünen Farbe. Ich muss noch Blätter malen. Die kommen natürlich oben hin. Schaut euch das an. Ihr könnt jetzt applaudieren. Das ist ein Meisterwerk. Gut gemacht, Betty. Erzähl mir was, das ich noch nicht weiß. Tja, ich bin eben talentiert. Die Lehrerin entscheidet. Interessant. Gewonnen hat ihr beide. Ich habe gewonnen. Juhu. Wir haben gewonnen. Ich habe von diesem besonderen Ort gehört, wo alle magischen Wesen frei herumlaufen. Würdest du nicht dafür sterben, mal ein echtes Einhorn zu sehen? Ist der Himmel blau? Wollen wir? Schau dir all die Farben an und das magische Horn. Was ist hier los? Wow! Hey, wo sind wir? Und schau dir die Outfits an. Hübsch in Pink auf jeden Fall. Blaue Himbeere ist genau mein Ding. Madison, schau mal. Schaut ihr mich an, Mädels? Wie gefällt euch mein Funkeln? Ihr werdet diese Challenge noch viel mehr lieben. Bereit zum Zeichnen? Wir wurden bereits geboren. Unser erstes Bild in der Zeichnen-Challenge ist... Miau! Wir lieben Katzen. Sie sind so süß. Ii! Mädels, wir zeichnen. Erinnert ihr euch? Soll ich meine getigert machen? Sitz still, okay, Kleines? Ist das überhaupt akkurat? So muss es sein. Ich möchte, dass die Proportionen stimmen. Das ist immer noch nicht richtig. Das könnte klappen. Brauche nur ein bisschen Fell. Gut, dass ich eine Schutzbrille trage. Lass mich mal auf meine Berechnungen schauen. Ja, genau wie ich dachte. Was macht Annie da drüben? Das Ergebnis ist da. Es ist, was ich die ganze Zeit vermutet habe. Schluss mit der Wissenschaft. Es wird Zeit, künstlerisch zu werden. Die Zeit ist schon um. Zeigt uns, was ihr drauf habt, Mädels. Seid nicht schüchtern. Sehr schön, Madison. Die ist echt gut. Ich zeige dir, wie es geht. Beginne mit dem Wort Cat. Dann baue die Buchstaben aus. Du kannst auch farbige Details ergänzen. Vergiss ihr kleines Gesicht nicht. Und ein paar Streifen sehen auch gut aus. Sie sehen sich ähnlich, findest du nicht? Zeit für die nächste Runde. Wir lieben Herzen. Und wir haben die perfekten Models.
Eins, zwei, drei. Los! So hübsch! Ihm gehört mein Herz ganz klar. Das ist mein David. Dein David? Also, das ist jetzt peinlich. Nicht streiten, Mädels. Man kann das auch friedlich regeln. Hallo? Ihr lasst mir keine andere Wahl. Und puff. Nicht mehr so hübsch. Sorry, Mädels. Er gehört mir. Hat er schon immer so ausgesehen? Das habe ich mir bei ihm nur gedacht. Sein Lächeln sieht anders aus. Ich hasse es zu verurteilen. Oh, stimmt. Hey, Annie. Ist das David? Sehe ich gut aus? Wo? Ha, Trottel. Siehst du ihn nicht? Wo? Meine Stifte sind alle weg. Madison, hast du sie weggenommen? Also das war jetzt nicht sehr nett. Versuch jetzt mal, ihre Sachen zu stehlen. Ist Madison eingefroren? Das sind meine. Vielen Dank. Wir malen Herzen, richtig? Um ein perfektes Herz zu machen, schließe es in ein Rechteck ein und zeichne Linien mit einem Lineal drüber. Dann ziehst du geschwungene Linien im Herzen. Nimm verschiedene Farben. Umrande das Herz und mach es schön dunkel. Mach beide Seiten gleich. Verwende Weiß, um einen Glanzeffekt zu erzeugen. Mein Herz ist fertig und es ist in 3D. Und auftauen. Aber ich habe nichts gezeichnet. Das ist sehr schön, Annie. So cool. Entschuldige den Diebstahl. Für mich? Danke. Solange ich David habe. Okay, Mädels. Weiter geht's. Jetzt seid ihr dran. Wir zeichnen Hände, was? Interessant. Ich habe eine Idee. Schau dir das an. Was ist passiert? Oh. Nur ein kleiner Stromstoß. Ist der Schatten meine Hand? Ich habe gerade die beste Idee bekommen. So, das ist besser. Und wir haben Licht, meine Damen. Auf geht's. Zieh zuerst deine Hand nach. Dann verwandle deine Hand in einen süßen kleinen Vogel. Male ihn mit einem weißen Kreidestift aus. Lass den Flügel noch frei. Okay, jetzt malst du ihn aus. Und vergiss nicht die kleinen Füße. Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll. Ha? Das sieht blöd aus. Irgendwas? Ich sehe es einfach nicht. Ha! Das ist es! Uff, mein Ziel war ein wenig daneben. Lass mich das mal probieren. Zeichne deine Hand so nach. Dann verwandle sie in ein süßes kleines Hündchen. Sieht nicht mehr wie eine Hand aus, oder? Schau dir diese riesige Zunge an. Dann gib ihm braunes Fell. Die Zeit ist um. Schau dir diese Meisterwerke an. Das waren eure Hände? Unglaublich. Und deine Ente ist einfach fantastisch. Wahrhaft bemerkenswert. Perfekt. Wie kann ich eine Gewinnerin auswählen? Ihr beide seid so wunderbar. Zwei Juroren?
für zwei verdiente Gewinnerinnen. Also haben wir beide diese Runde gewonnen? Okay, seid ihr bereit für diese Runde? Oh, zeigt uns ein paar Giraffen. Wie mache ich das nur? Oh, das ist ein Kinderspiel. Ich könnte das im Schlaf machen. Ich weiß. Beginne mit dem Kopf. Jetzt nur noch ein paar Striche. Ich hab's. Aber zuerst ein schneller Snack. So frisch. Phew, das Einkaufszentrum war riesig, aber ich bekam die Inspiration, die ich brauchte. Zuerst schreibst du diese vier Zahlen. Schau dir den kleinen Kerl an. Und hier ist ein Schwan. Ein wunderschöner Schmetterling. Und zum Schluss noch ein Fisch. Jetzt wird es Zeit, sie alle auszumalen. Er ist süß, stimmt's? Und der Schwan ist super elegant. Denk auch an das Wasser. Ein pinker Schmetterling? So süß. Es kommt auf die kleinen Details an. Jetzt zum kleinen Fisch. Okay, die Zeit ist um, Mädels. Ich habe vier Tiere gezeichnet. Natürlich auch eine Giraffe. Unglaublich, Madison. Annie? Nur noch eine Sekunde, okay? Ich kann nicht so schnell zeichnen. Fertig. Das ist interessant. Was für eine traurige Ausrede für eine Giraffe. Ihr beide seid wunderbare Künstler. Und ihr habt dieses Einhorn zum Lächeln gebracht. Hey, schau dir den ganzen Glitzer an. Leb wohl, Miss Einhorn. Warte. Madison, wach auf. Was? Ich habe geträumt, dass wir ein Einhorn getroffen haben. Geht es dir gut? Klingt das verrückt? Es fühlt sich so real an. Ich habe keine blauen Haare mehr. Ich lege mich wieder hin, denke ich. Vielleicht träume ich wieder davon. Du und deine Träume. Will jemand am Wettbewerb teilnehmen? Jeder ist willkommen. Außer dir. Verschwinde hier. Ekelhaft. Wow, jetzt geht's los. Wessen Auto ist das? Einen Moment, Madame. Ich komme zu Ihnen. Bitte sehr, passen Sie auf, wohin Sie treten. Oh, die Fahrt hat ja ewig gedauert. Es wäre mir eine Ehre, wenn du einen Flyer nimmst. Verschwinde. Was ist das? Eine Einladung zu einem Malwettbewerb? Nein. Warum muss es Wind geben? Hier ist ja gar nichts drin. Oh, was ist das? Ein Malwettbewerb? Oh, danke. Gib den her. Schau, was du gemacht hast. Sieht so aus, als nehmen beide teil. Okay, sind wir bereit fürs Malen? Wärmen wir uns mit einem Regenbogen auf. Ein Regenbogen, hä? Das ist ja eine tolle Aufwärmrunde. Hm, ich weiß. In meiner Kramtüte habe ich bestimmt was drin. Mal sehen. Oh. Hm. Oh, hey, kleiner Kumpel. Oh, oh nein. Oh, braver Junge. Danach habe ich gesucht. Bereit für etwas Magie? Schau zu, wie sich die Farben in einen Regenbogen verwandeln. Ich muss nur ein paar Kleckse machen. So, fertig. Also, fast. Schön. Nice. Dann bringe ich es mal zu Ende. Das ist doch irgendwie entspannend, oder? Man muss das nehmen, was man hat, Leute. So. Der ist ganz schön schmutzig geworden. Jetzt noch das Klebeband abziehen. Nichts ist schöner als eine saubere, glatte Kante. Ja, mach drei glatte Kanten daraus. Fertig. Danke für die Hilfe. Ziemlich beeindruckend.
beeindruckend, oder? Schätze, das ist okay. Ich weiß, was zu tun ist. Hallo, soll ich das alleine machen? So hübsch. Verschwinde. Ich brauche Platz, um kreativ zu werden. Interessant. Haha. Offensichtlich. Schau zu und lerne. Hübsch mit all den Farben, nicht wahr? Warte darauf, was als nächstes kommt. Siehst du, ich arbeite auch manchmal. Und wenn das erledigt ist, habe ich wunderschönen Regenbogensand. Schau dir diese leuchtenden Farben an. Tada! Das war ziemlich genial. Oh, ich bin aber noch nicht fertig. Es wird ein kleiner tanzender Regenbogen. Das gibt ihm Persönlichkeit, findest du nicht auch? Und? Sie sind beide interessant. Weshalb ihr beide gewonnen habt. Ist okay. Wird das noch was mit unserer Challenge oder was? Aha. Oh. Gadget. Verstanden. Ein Gadget? Hä? Oh, sag nichts mehr. Ich kenne da einen Typen. Oh, da ist er ja schon. Der ist so süß, stimmt's? Aber ich muss noch Anpassungen vornehmen. So geht's. Dann lass uns mal an die Arbeit gehen. Und start. Ja, ich mach das. Sehe ich da gerade richtig? Ja, er ist ziemlich toll. Ich weiß. Und jetzt zeichne, kleiner Kerl. Aber weil jeder Künstler Inspiration braucht, kommt hier deine. Denkst du, du kriegst ein kleines Kätzchen hin? Kein Problem. Du kannst dich darauf verlassen, dass er immer den perfekten Kreis macht. Erkennst du es schon? Gib ihm eine Minute, er macht das schon. Schau dir die perfekten Linien an. Was um alles in der Welt? Das finde ich nicht gut. Können Roboter wahre Kunst schaffen? Scheint so. Ah, schön. Sieht fertig aus. Und alles perfekt, siehst du? Also, bei diesem Spiel kann ich mitmachen. Ich brauche nur die richtigen Teile. Mal sehen. Ein bisschen zusammenbauen. Und fertig. Und jetzt ein Stück Plastik und ein Bild auf mein Handy. Und schwupps, schon kann ich es abmalen. Ziemlich einfallsreich, stimmt's? Einfallsreichtum kommt immer weiter. Fast fertig. Er sieht ziemlich süß aus. Finde ich. Lame. Also, wer gewinnt? Also aus naheliegenden Gründen, Naomi. Wirklich? Tja, Kreativität gewinnt immer. Ha, blöder Roboter, du gehörst in den Müll. Hast du das gehört? Nein, du bist der Müll. Ha. Was? Du hast das für mich gemalt? Soll das etwa lustig sein? Die Technik hat mich heute im Stich gelassen. Okay, und was jetzt? Hallo da vorne. Oh, natürlich. Die nächste Runde ist Origami. Piu. Origami? Okay. Gut, dass ich immer Papier dabei habe. Das war ein Scherz. Mein Butler hat es mir gegeben. Ich bevorzuge Papier, das Wert hat. Gold ist sogar noch besser. Bitte sehr. Wow, ist das echt? Ich mache mich lieber an die Arbeit. Also gut, fangen wir an. Es geht heiß her. Wow, der wurde zu Gold. Aber warum nur der? Rein damit. Oh je. Ja, das läuft wie am Schnürchen. Fantastisch. Mwah. Fräulein Betty? Danke, Chef. Da
das ist doch unfair. Habe ich nicht auch noch ein Blatt einstecken? Es ist kein Gold, aber es reicht. Bereit für ein bisschen Magie, Kumpels? Ja, ich. Das Blatt ist so zerknittert. Witzig, ich weiß. Aber ich kann das ändern. Ich darf es nur nicht zu lange drauf lassen. So gut wie neu. Ist mir doch egal. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Nur ein paar gezielte Faltungen und schon ist das kein Blatt Papier mehr. Es muss dann auch noch gemalt werden. Das sieht jetzt komisch aus, aber am Ende erklärt sich alles. Erkennst du es schon? Es ist das hübscheste Mädchen auf der ganzen Welt. Hä? Warte es einfach ab, okay? Ich muss nur noch ein paar Striche ziehen. Jetzt das Gleiche auf dieser Seite. Ich klappe die Lasche um und zeichne in der Lücke weiter. So, fertig. Wenn du das sagst. Farben bitte. Und jetzt kann sie tanzen, siehst du? Ich kann all ihre Glieder bewegen. Ha, da kann ich nicht mithalten. Oder vielleicht doch? Ich falte den oberen Rand nach vorne und dann nach hinten. Und mach das bis nach unten. Dann ziehe ich hier eine gerade Linie rein. Dann geht es so weiter. Und am Ende schließe ich das Quadrat. Erkennst du schon, was es wird? Und hier zeichne ich ein Häschen rein. Das ist total süß, stimmt's? Und es braucht auch seinen kleinen Bärenfreund. Bezaubernd, oder? Das Ausmalen nicht vergessen. Orange und Blau passen immer gut. Jetzt zu unseren tierischen Freunden. Die Farben erwecken sie zum Leben. Noch eine Sache. Und dann das Blatt zusammenfalten. Tada! Schon fertig. Oh, das wird schwierig. Aber es ist die Ballerina. Du hast gewonnen. Aber was ist mit meiner süßen Schöpfung? Mein Schwarm inspiriert mich. Ich hoffe sehr, dass er das zu schätzen weiß. Jetzt oder nie. Hey, wie geht's, David? Mal sehen, was sie mir geschrieben hat. Yep, auch ich habe Gefühle. Bleib ruhig, mein Herz. Mal überlegen. Meine Bücher. Sorry, ich helf dir. Oh, so weich. Aha. Wow. Meine Bücher? Oh, stimmt. Also, ja, danke. Ich glaube, ich bin verliebt. Warte, noch ein Blick. Ja, der Typ hat was. Ah. Oh, genau das sage ich ihr. Es gibt doch nichts Schöneres, als deinen Schatz an den Moment zu erinnern, an dem ihr euch das erste Mal gesehen habt. Der komplizierte Teil ist fertig. Nice. Wow. Ich erinnere mich. Wie süß er ist. Hab dich lieb, Baby. Bei einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal, machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen Blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope. Zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay. Beruhig dich.
Tief einatmen. Ich kann das. Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo! Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow! Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich habe noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange, wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir ruhig Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du? Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter, denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön. Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch! Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solch schöne Ideen? Dank meines Geheimtools. Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey. Soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar. Du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es bunt ist, natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Okay, dieser Platz sieht sehr gut aus. Ja? Die Bäume, Natur, was wollt ihr noch? Es geht los. Und ab. Ich weiß nicht. Was? Hey, hör auf, hier rüber zu starren. Als ob. Aber gut, ich stelle mich hier drüben hin. Was könnte ich malen? Bingo. Er sieht bezaubernd aus. Hoffentlich hat David ihn nicht gesehen. Ich habe ihn zuerst gesehen. Aha, möge der beste Vogelzeichner gewinnen. Mit ein paar geschickten Kreisen komme ich dem Ziel näher. Du musst nur wissen, wo du die Linien ziehst. Nice, stimmt's? Und mit etwas Farbe kommt er noch besser zur Geltung. Gelb ist eine fröhliche Farbe, oder? Sie ist perfekt für einen fröhlichen Vogel. Und wie wär's mit etwas Grün? So ein friedlicher Farbton. Und auch etwas Blau, um die Augen zu erfreuen. Zuerst die Ränder ausmalen ist ein guter Tipp. Das rundet die Sache gut ab, oder? Fast fertig. Nur noch ein paar Striche.
Und so wird's gemacht, Leute. Ein wahres Meisterwerk. Stimmst du zu? Ja, ich bin zufrieden damit. Was machst du denn? Was denn? Ich brauche eine extra Hand. Du wirst sehen, dass du nicht mehr brauchst als eine Hand. Okay, und ein paar strategisch platzierte Punkte und Striche. Siehst du schon den Vogel? Hab Geduld, gleich wirst du ihn erkennen. Diese Äste werden das Bild vervollständigen. Und hier sind seine niedlichen Füßchen. Und ein paar Blätter. Ich finde, sie machen das Bild friedlicher. Erkennst du jetzt den Vogel? Ich bin ziemlich kreativ, stimmt's? Okay, du willst es wirklich sehen. Gar nicht mal so schlecht, oder? Wow! Schätze, beide sind ziemlich gut geworden. Lass uns den Lehrer fragen. Echt jetzt? Ich hoffe, der ist okay. Der ist nur eingeschlafen. Hey! Oh! Ihr seid schon fertig, was? Gut gemacht. Und jetzt gebt mir noch 5 Minuten. Alles klar. Ich brauche etwas, das für Aufsehen sorgt. Und ich weiß, was es werden soll. Komplementäre Farbtöne sind der Renner. Aber da fehlt noch etwas. Aber was? Ach, der Ball ist so winzig. Wow, das Ding ist der absolute Wahnsinn. Mama! Oh, jetzt nicht. Okay. Aber da ist noch Farbe übrig. Damit kann ich spielen. Vielen Dank. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, ich versuche ein... Hey, wo ist meine Farbpalette hin? David, hast du sie? Entschuldigung. Schau, ich habe das gemacht. Ich nenne es Wasserpfütze. Aha. Oh, ich weiß. Du willst mit dem Gesicht malen? Versuch's mal, David. Wow, und los! Lustig, oder? Das kannst du laut sagen. Ja? Was, wenn ich meinen Finger nehme? Da kommt er. Ha! Leute, die blauen Punkte kommen. Und jetzt meine Lieblingsfarbe. Wuhu! Fertig. Mama, schau mal. Ja, das sieht doch toll aus. Aber versuchen wir noch einen Trick. Auch Symmetrie kann schön sein. Und um das zu beweisen, erstellst du selbst eine. Das ist ein schöner Schmetterling. Mit dieser Linie wird er zum Leben erweckt. Zusammen mit den Umrissen der Flügel. Und noch die andere Seite. Fertig! Bewundere diese reine Schönheit. Und das ist erst der Anfang, mein Junge. Bereit für die heutige Lektion? Heute wird ein guter Tag. Kann's kaum erwarten. Hier kommt das erste Wort. Schreib das bitte auf. Na los, fang an. Das ist einfach. So ist's gut. Konzentriere dich. Und fertig. Wie finden Sie das? Was ist das? Versuchen wir das noch einmal. Schreibe den Buchstaben R. Hab verstanden. Das kann ich auf jeden Fall. Das ist die richtige Einstellung. Wie ist das? Ich habe geahnt, dass Lehrer nicht der richtige Beruf für mich ist. Hey, dieser praktisch platzierte Kleiderständer bringt mich auf eine Idee. Die wird alles ändern. Ich schreibe zuerst den Buchstaben R und male ihn aus. Dann male ich eine hübsche Blume und ein Gesicht. Dann den Körper. Sieht gut aus, aber es fehlt noch Farbe. Kunstunterricht ist viel besser als Rechtschreibung. Das sollte ich öfter einbauen. Jetzt kommen noch ein paar Regentropfen. Kannst du die Umrisse des Mantels nachzeichnen? Wow, ja, ich
Ich werde es versuchen. Jetzt ist es viel einfacher. Wow, fantastisch. Haben Sie das gesehen? Gut gemacht. Ich wusste, du schaffst das. Und das ist für dich. Mehr hast du nicht drauf? Hä? Warte. Ich hab dich voll im Griff, Jared. Wird Zeit für die heutige Stunde, Klasse. Hört mit diesem Unsinn auf sofort. Wollen wir anfangen? Heute sollt ihr ein Bild malen. Oh, cool. Langweilig. Was macht Madison? Mir fällt nichts ein. Ich finde Kunst so sinnlos. Aber ich mach besser irgendwas. So viel Farbe, die man nehmen kann. Ugh, das ist doch frustrierend. Was? Du bist schon fertig? Komm schon, denk nach. Ich hab's. Ich kann ja meine Kette nehmen. Ich habe meine Leinwand weiß angemalt. Darauf ordne ich die Kette in verschiedenen Positionen an. Dann tropfe ich Farbe drauf. Ich mache das entlang der Kette. Dann ziehe ich die Kette durch diesen Metallring. So werden die Farben vermischt und ich bekomme dieses einzigartige Muster. Ich weiß, ist ziemlich geil. Applaus bitte. Wovon sprichst du? Wow, das ist ja cool. Aber mein Einhorn ist schöner. Das sieht man, oder? Jared, die Farbgebung mit so viel Gefühl. Ich wusste, in dir steckt ein kleiner Künstler. Ist okay, Madison. Hier sind eure Noten. Ich denke, das ist fair. Bravo, Jared, bravo. Aber ich bin die, die Talent hat. Jetzt nicht mehr. Big love, Herr Lehrer, big love. Warum dauert das so lange? Komm schon, Beeilung. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich komme. Ups, hier ist ja eine Wand. Das kitzelt. Ich liebe das Wartezimmer vom Zahnarzt. Jared, sei still. Hä? Was hast du gesagt? Oh, hör auf damit. Gehen wir jede Woche hierher? Jared, tu das nicht. Was ist das? Das ist so weich und flauschig, als ob mich ein riesiger Teddy umarmt. Oh ja, so geht's. Nicht so schnell, junger Mann. Setz dich hin. Kein Unfug mehr, verstanden? Lass uns etwas malen. Ich male gerne. Pass auf, Süßer. Wow. Ich male zuerst kleine Linien auf das Blatt. Ich nehme verschiedene Farben und ordne sie im Kreis an. Jetzt mache ich einen schwarzen Punkt über jede Linie. Dann nehme ich einen dünnen Stift und mache kleine Linien. Sieht aus wie eine Menschengruppe. Ich lasse sie sich an den Händen halten. Dann nehme ich einen Bleistift für die Schatten. Wenn ich das verreibe, wird der Schatten noch besser. Was sagst du dazu? Toll, oder? Wow, das ist ja cool. Jetzt bist du dran, mein Schatz. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ah, da sind Sie ja. Kommen Sie bitte. Geben Sie mir eine... Ach, egal. Ich muss los. Komm schon, Süße. Langsamer, Papa. Aber der Wettbewerb. Das muss perfekt sein. Du bist so talentiert, Süße, aber komm jetzt. Wir müssen los, die Uhr tickt. Setz mich nicht unter Druck. Papa, warte. Wow. Oh nein, mein kleines Mädchen. Schon gut, Papi ist ja da. Nichts ist gut, mein Bild ist kaputt. Guck dir das an. Ja, das sieht furchtbar aus. Was ist mit dem Wettbewerb? Wie spät ist es? Denk nach. Es muss was geben, was wir tun können. Ich weiß, Papa wird dich retten. Ich male ein Bild mit zwei Stiften. Das wird wie ein Spiegelbild. Ich wusste nicht, dass ich das kann. So, ich bin fertig. Sieht gut aus, was? Wow, das gefällt mir, Papa. Und jetzt rein da. Bin direkt hinter dir. Ich bin da, ich bin da. Wow, ich kann's nicht glauben. Ich wusste, dass du gewinnst, mein Schatz, dank meines erstaunlichen Talents.
Wird Zeit für mein nächstes Meisterwerk. Das müsste genug Farbe sein. Jetzt verteile ich die. Hi, mein Schatz. Die Dusche hat mir gut getan. Ich föhne noch schnell meine Haare. Es ist schön, wie der Wind durch mein Haar weht. Schalalalala. Hm? Mama, pass doch auf. Ich könnte eine neue Frisur ausprobieren. Hey, pass auf. Ich mochte die Mütze. Das sieht gut aus. Nein! Mama, du hast mein Bild zerstört. Warum machst du das? Hast du keine Ahnung, was du mir antust? So ist es besser. Das ist alles deine Schuld. Was mache ich denn jetzt? Oh, Süßer, das tut mir schrecklich leid. Ich habe das nicht bemerkt. Keine Sorge, ich krieg das wieder hin. Ich habe auch schon eine Idee. Guck dir das an. Ich gieße Acrylfarbe auf die Leinwand. Ich verteile sie im Kreis und dann kommen noch andere Farben. Mit dem Föhn verteile ich dann die Farbe. So entsteht ein Wellenmuster. Die Farben vermischen sich und es entsteht etwas ganz Besonderes. Mama, das ist echt toll! Ich weiß, Schatz, aber ohne den Föhn hätte ich das nicht geschafft. Wow, das ist eine gute Idee. Die hat mich inspiriert. Ich werde was malen. Das ist die richtige Einstellung. Nicht so schnell, Mama. Den brauche ich jetzt. Ist okay. Schätze, das wird heute mein Bad Hair Day. Dieser Kuchen muss nicht so lange backen. In der Zwischenzeit räume ich auf. Mama, Mama, guck, lass uns in den Urlaub fahren. Guck dir den goldenen Sand an. Was sagst du dazu? Ich könnte Urlaub vertragen. Ich muss nur was überprüfen. Bin ein bisschen knapp bei Kasse. Also, da sind die Flüge, die Unterkunft. Nein, das wird nicht klappen, Jared. Oh, das ist so ungerecht. Schon gut. Ich stelle mir einfach vor, wie ich auf einer tropischen Insel bin. Das tut mir leid, Schatz. Ich habe hier etwas für dich. Das wird dich vielleicht aufmuntern. Schau mal, das ist eine Muschel vom Strand. Hey, die ist schön. Aber du kannst mich nicht mit einer Muschel bestechen. Ich dachte, das würde reichen. Was mache ich denn jetzt? Es muss doch was geben. Warte mal, vielleicht hilft mir die Alufolie. Ich habe Farbe auf der Leinwand verteilt und zerknülle die Folie. Damit tupfe ich jetzt auf die Farbe. So wird sie gemischt und hinterlässt eine Struktur. Dann kommen noch ein paar Details dazu, wie diese Muscheln. Als ob man am Strand sitzt. Ich kann schon fast die Wellen hören, die ans Ufer plätschern. Jared, guck dir das an. Sieht schön aus, oder? Wow, da bekomme ich Lust, am Strand zu chillen. Ist toll, Mama, aber das ist kein richtiger Urlaub. Warte, ich habe noch eine Idee. Hier kommt ein zu verkaufen Schild ran. Jetzt warten wir. Aha, ein leichtgläubiger, ich meine zahlender Käufer. Was ist gerade passiert? Wir sind reich. Das bedeutet, wir können... Oh ja, das ist der beste Tag aller Zeiten und du bist die beste, Mama. Warte auf mich. Wenn wir zu Hause sind, musst du gleich weitermalen. Ich plane nämlich schon unseren nächsten Urlaub. Aha. Schütte etwas Milch in eine Schüssel. Füge ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu. Erst rot und dann kommt blau. Gelb darf auch nicht fehlen. Jetzt nimm dir ein Wattestäbchen und berühre damit die Milch. Siehst du, wie sich die Milch bewegt? Ich kann steuern, in welche Richtung sie geht. Man kann die Farben auch vermischen. Mir ist langweilig. Was mache ich als nächstes? Hey, ich habe Lust zu malen. Zuerst male ich mit Orange. Malen und kreativ sein macht echt Spaß. Ich habe etwas Durst. Oh nein, ich hätte mir zuerst die Hände waschen sollen. Mann, so eine Sauerei. Wie kriege ich das wieder sauber? Die Farbe ist überall. Hey, ich habe eine Idee. Also, nimm ein sauberes Glas und male es mit deinen Fingern bunt an. Das sollte reichen. Dann malst du eine Schlangenlinie. Etwa so. Dasselbe machst du nochmal. Male mit dem Filzstift die Punkte wie dargestellt an. Fertig! Ist das nicht süß? Es sieht aus wie eine Lichterkette auf meinem Glas. So ist das Glas gleich viel hübscher. Das war ein genialer Einfall.
Ich habe mir etwas Orangensaft verdient. Das sieht echt cool aus. Hey, gefällt dir meine neue Jacke? Sie war reduziert, da musste ich einfach zugreifen. Cool, oder? Ja, die Jacke ist neu, schon kapiert. Aber wie findest du meine neue Jacke? Und was sagst du zu meiner neuen Handyhülle? Glitzer ist voll aus dem Trend. Hobbits sind in. Mein Notizbuch wird dich bestimmt umhauen mit all den Stickern. Herzen, Sternchen und sogar Eis mit dabei. Was? Oh Mist, mein Notizbuch ist voll langweilig. Das wird sie nicht beeindrucken. Wie verschönere ich es nur? Ich probier's mit den Stiften. Hey, mich hat die Muse geküsst. Schneide die Spitze des Filzstifts vorne ab. Dann schneidest du noch eine Herzform aus. Oh, sieht das nicht süß aus? Dann nimmst du ein Notizbuch und stempelst darauf los. Du kannst auch Sterne machen. Fertig! Jetzt habe ich auch Herzen und Sterne. Siehst du, das beeindruckt mich nicht. Ich habe nicht mal Sticker gebraucht. Wow, das will ich auch haben. Nein, Pferde können nicht fliegen. Komm wieder zurück. Yeah! Zeit zum Malen. Ich bin ein Künstler. Ich bin wie Picasso. Malen macht Spaß. Oh nein, ich habe ihren Laptop angemalt. Oh, das muss ich schnell sauber machen. Oh nein, das geht einfach nicht weg. Jetzt ist es sogar noch schlimmer. Die Farbe ist überall. Sie wird stinkwütend sein. Hä? Sie ist wach. Was machst du? Wieso schaust du mich so an? Hä? Du hast doch irgendwas angestellt. Sehr verdächtig. Das ist doch... mein Laptop! Was hast du angestellt? Du hast ihn angemalt. Hä? Was ist da drüben? Ein Strohhalm? Hey, ich glaube, mein Laptop ist noch zu retten. Also, der vollgeschmierte Laptop braucht noch mehr Farbe. Richtig gehört, noch mehr Farbe ist die Lösung. Weiß und gelb und noch etwas lila. Voll schön. Und noch etwas von dunkelgelb. So, und jetzt kommt der Strohhalm zum Einsatz. Damit puste ich die Farbe an. Mit der Luft bewegt sich die Farbe über den Laptop. Schön weiter pusten. Ich will das Beste daraus machen. Die Muster und Texturen, die dadurch entstehen, sind mega. Wow, das ist das reinste Meisterwerk. Voll schön. Wie ein kunterbuntes Meer. Ich habe mich selbst übertroffen. Wow, wie hat sie denn das gemacht? Voll cool. Und der Turm wird noch höher. Nein, er fällt um. Menno, das ärgert mich. Hey, ist das da oben Farbe? Ja, es ist Farbe. Und eine Staffelei. Die hat sie wohl vergessen. Ich habe Lust auf Malen. Ist die Luft rein? Ich will doch nicht erwischt werden. Scheint niemand da zu sein. Dann mal los. Ich fange mit Pink an. Ich bin ein Künstler. Der Beste auf Erden. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. What the heck? Hey, schau mal. Gefällt dir mein Bild? Wenn du meinst. Was mache ich denn jetzt? Die Leinwand habe ich noch gebraucht. Ja. Das Klebeband ist die Lösung. Du brauchst eine Leinwand. Das perfekte A. Zeit zu malen. Ich benutze seine Lieblingsfarben. Hier etwas Blau, noch mehr Blau und etwas Gelb. So viele Farben. Mit einem Schwamm verteilst du die Farbe. Dadurch entstehen schöne Texturen. Der Schwamm wird für alle Farben benutzt. Du darfst ruhig auf das A klecksen. Das ist meine neue Lieblingsbeschäftigung. Aber es braucht seine Zeit. Gut Ding will Weile haben. Puh, geschafft. Endlich ist die Leinwand komplett mit Farbe bedeckt. Und noch das Klebeband abziehen. Das hat Spaß gemacht. Wow, das ist richtig gut geworden. Echt cool. Du bist richtig gut im Malen. Mach auch eins für mich. Wow. Oma, guck mal. Oh nein. Die Wolle. So ein Unglück. Oh nein, bitte nicht. Mein Bild ist völlig ruiniert. Oma,
Das ist deine Schuld. Hey, die Wolle. Aber natürlich. Die Wolle ist sowieso schon in der Farbe. Das wird klasse. Okay, alles ist mit Schwarz bedeckt und jetzt kommt der Faden mit goldener Farbe hinzu. Ich verteile die Fäden mit goldener Farbe überall auf der Leinwand. Genau so, so viele wie möglich. Anschließend klebe ich die sauberen Wollfäden fest. Bereit? Zieh die Leinwand nach oben. Und fertig. Ein hübsches Endergebnis. Wow, mein Enkel ist so ein begabter Künstler. Du kommst definitiv nach mir. Das ist mein bestes Bild bisher. Sie ist so hübsch. Vielleicht kann ich sie mit etwas Kunst beeindrucken. Ich beginne mit Blau. Andere Farben kommen auch dazu. Das Herz male ich natürlich mit Pink aus. Das Bild spricht für sich. Sie wird mich bestimmt verstehen. Ob ihr das Bild gefallen wird? Das Bild ist für mich? Du ziehst besser Leine. Autsch! Das wäre keine gute Reaktion. Nee, das ist für die Tonne. Was zum... Oh nein! Meine Hände sind voller Farbe. Oh, heute scheint einfach nicht mein Tag zu sein. Ich sollte mir besser die Hände waschen. Dafür werde ich reichlich Seife brauchen. Moment mal. Wow! Voll abgefahren! Die Farbe und der Schaum haben sich vermischt. Das bringt mich auf eine Idee. Du brauchst eine Schüssel voller Wasser und Spülmittel. Natürlich darf die Farbe nicht fehlen. Mit einem Eisstiel verrührst du das Ganze. Genau so. Es soll gut aufschäumen. Aber ich brauche noch mehr Blasen. Mit einem Strohhalm puste ich Luft hinein. Wow! So viele Seifenblasen. Genauso soll es sein. Den Strohhalm brauche ich nicht mehr. Jetzt lege ich Papier auf die Blasen. Wow, die Blasen sind auf dem Papier. Hi, das ist für dich. Was? Das hast du für mich gemacht? Wow, vielen Dank. Das ist voll schön. Oh mein Gott. Willst du mit mir gehen? Der Plan ging voll auf. So zuckrig. Das inspiriert meine Kunst total. Was ist denn hier los? Oh, du kennst die Regeln, junge Dame. Keine Süßigkeiten. Wer braucht schon so viel Zucker? Oh, was stimmt mit dem nicht? Kannst du das erklären? Cool, nicht wahr? Ich habe ihn selbst gemalt. Klingt interessant. Was wird hier heute unterrichtet? Was um alles in der Welt? Oh, die Rektorin! Keine Süßigkeiten erlaubt. Und nun zu deiner Bestrafung. Nein, warten Sie! Wow! Wo sind wir hier? Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, es ist Zeit, dass ihr eure Utensilien nutzt. Oh, das ist ein Vogelruf. Und eure erste Kunst-Challenge. Mal nachdenken. Oh, dieser Schal. Das sollte nicht zu schwer sein. Was? Ist das, was ich denke, dass es ist? Raus hier, du blöder Vogel! Das verleiht mir wenigstens einen kleinen Vorsprung. Ich habe genau das Richtige, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Wie ist das denn da reingekommen? Egal. Wie ich schon sagte. Ist das eine Art übler Scherz? Okay, endlich, meine Sachen. Na toll, noch ein langweiliges Buch. Nicht hilfreich. Eine Taucherbrille? Das hilft mir echt nicht weiter. Was sollen all diese Formeln? Kein Plan, was das alles bedeutet. Aber wenn ich drüber nachdenke, Zahlen können mir helfen. Sobald ich den Körper gemalt habe, kann ich hier ein paar magische Zahlen verwenden. Und am Kopf auch. Sieht langsam aus wie ein Vogel, oder? Warte nur, bis die Farben ins Spiel kommen. Alles klar, mein kleiner Piepmatz. Ich verpasse dir ein paar schöne Federn. Mit allen Farben des Regenbogens. Fertig! Was denken Sie? Sehen Sie die Zahlen darin? Wunderschön! Und was ist mit dir? Mir hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weiter bin ich nicht gekommen. Oh! Du gewinnst diese Runde, Annie.
Oh, yay! Für mich? Danke! Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. War ja klar. Oh, die nächste Challenge wartet auf euch. Ich habe schon viele Äpfel gesehen. Ich weiß genau, wo ich anfangen muss. Am wichtigsten ist ein perfekter Kreis. Aber wo soll nun der Stamm hin? Der Kreis nimmt schon die ganze Seite ein. Ugh. Nochmal von Anfang. Ich könnte eine kleine Inspiration gebrauchen. Moment, ich sehe den perfekten Apfel. Sie scheint abgelenkt zu sein. Ich leg los. Mission Apfel Impossible kann beginnen. Ich bin bewaffnet und bereit. Ein sauberer, sorgfältiger Schnitt ist alles, was es braucht. Was macht Annie da? Hör sofort auf, setz dich hin. Sorry. Oh Mann, ich war so nah dran. Schätze, ich zeichne einfach, was ich kenne. Wie ist das englische Wort? Apple? So einfach. P-P-L-E. Moment mal. Wenn ich das Wort durch 5 teile, oder besser gesagt durch einen Apfel, dann komme ich dem Ergebnis immer näher. Okay, ich male die 5 etwas größer. Wer hätte gedacht, dass nur eine Zahl einen halben Apfel ausmachen kann? Man würde echt nicht meinen, dass es mal eine Zahl war. Besonders, wenn man alles ausmalt. Mit der richtigen Mischung bekommt man einen 3D-Effekt. Den Stamm nicht vergessen. Etwas schattieren und ein paar zusätzliche Details. Und das Teil sieht so gut aus, dass man es essen könnte. Findet ihr nicht auch? Tada! Fertig! Ich auch. So realistisch und so, einfach. Da muss ich nicht lange nachdenken. Bravo, Annie. Gewonnen! Ja! Ich wünschte, ich hätte einen echten Apfel. Ich auch. Oh, da hat schon jemand dran geknabbert. Oh. Ha, meiner ist frisch. Oh, mein braver, braver Junge. So hübsch. Nun, warum malt ihr nicht ihn? Sofort. Oh, es geht los. Und ich bin ein Hundeprofi. Ist doch nur ein Kopf, Körper und 4 Beine. Sieht etwas simpel aus, oder? Ugh, ich versuche es nochmal. Ich denke, größer ist besser. Ugh, immer noch schlecht. Nein. Geht gar nicht. Oh. Hey. Was? Beruhige dich. Hey, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann meine Hand als Richtlinie verwenden. Wenn ich einmal die Umrisse habe, kann ich mich um die Details kümmern. Glaubt mir, das wird fantastisch. Seht ihr? Fehlt nur noch etwas Farbe. Und dieser brave Junge hat schokoladenbraune Vibes. Die rosa Zunge darf nicht vergessen werden. Das Markenzeichen aller Hunde. Tada! Gefällt es dir? Die Ähnlichkeit ist erschreckend. Und deines? Annie? Was? Keine Zeichnung. Das heißt, du hast gewonnen, Emma. Die sehen ja lecker aus. Danke. Schokohunde. Ich beginne mit diesem hier. Sieht lecker aus. So cremig. Unfair. Beruhig dich, Kleines. Nimm einen. Oh, wirklich? Danke. Natürlich. Etwas Realismus ist angesagt. Ladies, Hey. Oh, tut uns leid. Wir malen eine Hand? Okay, gut. Ich habe einen Plan. Mal sehen. Diese Hand könnte funktionieren. Aber die hier ist viel besser. Ja. Ich beuge mir die mal. Ich muss sie nur umranden. Diese Runde gehört definitiv mir. Hey, schauen Sie. Ein Moment. Ernsthaft? Okay. Das Teil ist irgendwie lustig.
Nun, ich habe eine Idee. Braves Mädchen. Huh, Annie? Huh? Huh, das war seltsam. Haben Sie Wachs in den Haaren? Huh? Hör auf damit, ich versuche zu arbeiten. Oh. Warte, weißt du was? Das ist echt praktisch. Bei der Kunst dreht sich alles um Inspiration. Und diese verdrehten Finger haben mein Gehirn in Schwung gebracht. Rote Nägel passen einfach immer, nicht wahr? Das sieht schon echt gut aus. Fertig. Wo ist sie hin? Oh, egal. Hey, Hände hoch. Okay. Wow, wie hat sie das denn geschafft? Meine sieht im Vergleich total langweilig aus. Oh, wow, wunderschön. Wen winkt sie herein? Mein Preis natürlich. Und wow, was für ein spektakulärer Preis das ist. Ich bin die Kunstkönigin. Neidisch? Gute Arbeit. Denkt nicht mal dran. Hallo zusammen. Denkt ihr, ihr könnt das zeichnen? Fangt an. Das wird ein Kinderspiel. Rosa ist perfekt für diese Runde. Oh yeah. Zuerst kommt der Papierbecher. Kaugummi-Pink ist meine Lieblingsfarbe. Oh, sie hat gar nicht an das Größenverhältnis gedacht. Ah, vielleicht 10 cm. Hm. Und jetzt kommt der leckerste Teil. So gut. Aber vielleicht war grün die falsche Wahl. Oh. Ja. Soll das Eiscreme sein? Wow. Das wollte ich nicht zeichnen. Du wolltest doch grün, oder? Anfängerfehler. Nun, je realistischer, desto besser. Ich beginne mit großen, cremigen Eiskugeln. Die Farbe kommt erst danach dran. Auf diese Weise schaffst du eine bessere Grundlage. Seht ihr, wovon ich spreche? Mit all den kleinen Details kann man nichts falsch machen. Seht ihr? Eiscreme. Es steht auf dem Becher. Und jetzt ist es endlich Zeit für etwas Farbe. Das ganze Eis macht mich echt hungrig. Das passiert, wenn das Gemalte so realistisch aussieht. Fast fertig. Nur noch ein paar wenige Details. So, fertig. Ein Augenschmaus. Huh? Oh, lasst mich mal sehen. Nun, das ist ein echtes Meisterwerk. Hier. Ja. Wow. Es hat sich in ein echtes Eis verwandelt. Das ist wahrscheinlich der bisher beste Preis. Oh, oh, das ist reine Folter. Ich mag meinen Brokkoli. Schmeckt wie ein Baum. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Und das Rad dreht sich wieder. Und es landet auf Flamingo. Hm, nicht gerade einfach. Was macht ihr daraus? Ein Flamingo? Ich glaube, ich habe noch nie einen im echten Leben gesehen. Machst du Witze? Bei der Challenge mache ich mir nicht viel Hoffnung. Was mache ich jetzt? Sie sind schon mal pink. Ja, bestimmt. Nein, das wird auch nicht funktionieren. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie das geht. Warte, was habe ich da in der Hand? Ist das Farbe? Oh Mann, jetzt habe ich auch noch eine pinke Hand. Hey, Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Mal schauen, was passiert, wenn ich einen Abdruck meiner Hand mache. Wow, das ist ja voll cool. Das bringt mich auch auf eine Idee. Ich beginne damit, meine Hand nachzufahren. Jetzt den Umriss erweitern mit einem Auge und dem Schnabel. Zuerst male ich den Schnabel schwarz aus. Und jetzt den Rest pink ausmalen. So viel pink. Einfach hin und her fahren mit der Farbe. Das ist natürlich echt viel pink, aber gleich habe ich's. Oh, da ist ja ein pinker Marker. Den brauche ich jetzt. Jetzt verwandle ich meine Hand in einen tollen Flamingo. Meinen Daumen mache ich zum Kopf. Und hier kommt der Schnabel hin. Dann die Augen und zum Schluss die Beine. Ganz dünne gelbe Beine. Und das war's. Okay, klasse. Dann lasst mal eure Flamingos sehen. Hier ist mein Flamingo. Und hier ist meiner, Frau Lehrerin. Genau wie gefordert. Also einmal mit ganzem Körper und einmal nur den Kopf im Profil. Ihr habt beide ausgezeichnete Werke kreiert. Oh, stimmt ja. Deine Hand ist voller Farbe. Oh, ja. I'm sorry. Was glaubst du, was als nächstes kommt?
Also gut, ihr zwei, bereit? Dieses Mal zeigt das Rad Boy an. Bin gespannt, auf welche Ideen ihr dieses Mal kommt. Bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos jetzt. Hä? Oh nein, ich habe keine Snacks mehr. Also, das ist ja echt blöd. Und was mache ich jetzt? Moment mal. Ich habe jetzt diesen leeren Teller. Ja, das wird bestimmt funktionieren. Hab einen super Plan. Was machst du eigentlich da mit dem Teller und dem Marker? Kapier ich nicht. Warum malst du auf dem Teller rum? Kümmere dich nicht um mich. Ich weiß, was ich tue. Ich male ein Strichmännchen auf den Teller. Boy, was soll ich da malen? Ich probiere es nochmal mit dem Board. Das hat schon mal geklappt. Okay, dann los. Boy, jetzt verwandeln wir dich mal. Ich verpasse ihm eine Brille und eine Frisur. Sieht gut aus. Die Ohren nicht vergessen und sein Kinn, die Nase und den Mund. Okay, mein Strichmännchen ist fertig. Er braucht noch einen Ballon. So. Und natürlich hält er den an einer Schnur, damit er nicht wegfliegt. Oh, da ist was zwischen meinen Zähnen. Widerlich. Mist, vielleicht hilft es, wenn ich was trinke. Glaub, es ist ein bisschen besser. Ich glaub, du hast orange Haare. Nur noch ein bisschen und deine Frisur ist perfekt. Okay, du willst ein grünes T-Shirt? Kriegst du. Bin fertig. Oh nein, du hast das Wasser voll über mein Männchen geschüttet. Er ertrinkt, ich muss ihn irgendwie retten. Nein, nein, Strichmännchen, keine Panik. Warte. Was ist das? Was passiert mit ihm? Du hast recht, er kann nicht ertrinken, er kann schwimmen. Er ist so cool, ich liebe ihn. Wirklich toll gemacht. Ich habe gewonnen? Wirklich? Das ist der Wahnsinn. Okay, neue Runde, neues Glück. Oh, ist das nicht toll? Es ist auf Hund gelandet. Ich weiß, was ich mache. Es versteckt sich in meiner Mütze. Was, ein Gummihuhn? Wo kommt das denn her? Irgendwo muss es doch sein. Warte, brauche ich das etwa? Nein, ich spiele sowieso nicht mehr so viel. Komm schon, so groß kann die Mütze doch gar nicht sein. Ist das eine Münze? Hast du danach gesucht? Oh, da ist auch eine für mich. Ich nehme mir die mal. Wer hätte gedacht, dass da so viel drin ist? Okay, ich brauche noch den Stift. Kapier ich nicht, was soll das werden mit der Münze? Die benutze ich als Schablone. Ich brauche ein paar mehr Kreise. Kapier ich immer noch nicht. Hey, ich weiß, was ich mache. Ich hoffe, ihr gebt euch wieder richtig Mühe. Okay, zuerst muss ich mir den Pulli überziehen. Bin gleich wieder da. Hallo, kann ich deinen Hund haben gegen diese Münze? Danke, oh mein Gott, du bist ja ein ganz Süßer. Ich heiße Patrick. Lächeln, brauch nur ein paar Fotos von dir. Du bist so süß, du könntest Model sein. Hui. Hier, bitte, danke dir vielmals. Hab hier ein schwarzes Oval gemalt und einen weißen Punkt freigelassen. Dann habe ich diese kleinen Linien und Punkte gemalt und jetzt kommt sein Kopf. Und natürlich Augen. So langsam nimmt er Form an. Und Ohren hat er natürlich auch. Ein Hund braucht seine Ohren und einen Körper. Und zum Schluss einen Schwanz. Jetzt nur noch ausmalen. Seine Ohren sollten braun sein, so wie seine Füße und Wangen. Fertig! Puh, zurückgeschafft, bevor jemand gemerkt hat, dass ich weg war. Muss das nur noch schnell fertig machen. Frau Lehrerin, ich bin fertig. Hier ist mein Hundebild. Ich bin auch fertig. Du meine Güte, so ein süßes Hündchen, du hast gewonnen. Was? Das hat sie nicht mal gemalt. Bereit für die letzte Challenge? Oh, ich liebe Tanzen. Dieses Mal ist es eine Ballerina. Warte, was? Wie sollen wir das denn bitte malen? Mich brauchst du nicht fragen. Ich war noch nie im Ballett. Warte, ich weiß. Ich brauche ein Papier. Und das falte ich einmal in der Mitte. Was machst du da, Origami? Das ist ziemlich cool. Ich weiß, aber man muss das Papier genau richtig falten. Zuerst habe ich es in der Mitte gefaltet und dann nochmal andersrum. Öffne es und klappe die Ecken um. Gut, dann muss der untere Teil auf beiden Seiten nach oben geklappt werden. Yeah, das ist schon mal cool so. Papierfalten macht Spaß. Diese Ecken müssen jetzt noch nach unten gezogen werden. Die Ecke hier rüber, nur noch ein bisschen. Gleich habe ich's. Diese beiden Seiten müssen nach oben. So, ich habe es geschafft. Ich habe ein Boot aus meinem Papier gebastelt. Wie findest du es? Gefällt's dir? So, perfekt. Noch ein paar Segel für mein Boot. Aber was hat das mit Tanzen zu tun? Na, weil ein Boot beim Segeln auf den Wellen tanzt. Warte, was? Ist das echt dein Ernst? Das wird auf keinen Fall durchgehen. Sie hat recht, siehst du? Es geht um eine Ballerina, nicht um ein Boot. Okay, na schön. Aber ich glaube, mit Origami kann ich trotzdem was machen. Machst du etwa noch ein Boot? Weil das wird auch dieses Mal nicht funktionieren. Nein, das ist kein Boot. Schau, ich habe ein Einhorn gemacht. Einhorn, du bist klasse.
Aber das bringt dir auch nichts. Okay, du hast recht. Aber jetzt, alle guten Dinge sind drei. Dieses Mal nehme ich Papier in zwei Farben. Das wird klappen. Hm, was will das? Wow, das ist ganz schön schwer. Wie machst du das? Du bist so schnell, da komme ich gar nicht mit. Ja, ich bin fertig. Ich habe eine Rose gemacht. Für dich. Die ist so schön. Und du hast sie für mich gemacht? Wow. Aber was soll ich bloß machen? Ich weiß, ich muss nur noch mal anfangen. Mit der Ecke vom Lineal fahre ich die Kanten nach. Dieser Teil ist ein bisschen tricky. Die Faltung hier muss ich nach außen stülpen. Und noch auf der anderen Seite. Okay, jetzt male ich was drauf. Eine süße kleine Ballerina. Etwa so. Sie ist so süß. Okay, aber ich male noch auf der anderen Seite weiter. Das Gesicht und die Hände vervollständige ich einfach wieder. Und das Gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und dann das Gleiche nochmal unten mit ihren Beinen. Und jetzt fehlt nur noch Farbe. Sie soll noch ein bisschen hübscher aussehen. Die Farbe muss natürlich auch wieder auf die Rückseiten. Und ihr Tütü soll blau sein. Das sieht süß aus. Blau hier und blau da. Juhu, ich bin fertig. Tada! Hier, ich zeige dir, wie es funktioniert. Wenn ich die Laschen hoch und runter falte, sieht es aus, als ob sie tanzt. Lalala, guck, wie sie tanzt. So schön. Wow. Wow, das ist spektakulär. Du bist die Siegerin. Juhu, ich wusste es doch. Aber... Okay, ich muss gleich zum Unterricht. Wow, das ist so cool. Hm, welche Frisur wollen wir nehmen? Nee, grün nicht. Ich denke, ich weiß. Wir nehmen Nummer 3. Oh, was ist das denn? Lass los, das ist meins. Ich will das sehen. Wow! Was ist passiert? Da seid ihr ja. Endlich. Willkommen zur Kunst-Challenge. Wir fangen besser gleich an. Als erstes kommt... Trommelwirbel bitte. Ein Regenbogen. Cool, ich liebe Regenbögen. Bringen wir es einfach hinter uns. Ich brauche etwas aus meiner Tasche. Dann schaue ich auch mal nach. Was habe ich eigentlich? Das ist deine Tasche? Aha, das brauche ich für mein Bild. Hey, cool, dass ich die noch habe. Riecht noch frisch. Willst du mich verarschen? Ich kotz gleich. Ach, ich mach doch nur Quatsch. Ich brauche einen Stift. Ein mit Diamanten besetzter Stift natürlich. Ugh, wo kommt das denn her? Das bringt mich auf eine Idee. Hey, Kendall, nimm das weg von mir. Ugh, so eklig. Okay, ich falte zuerst das Blatt. Dann stelle ich die Stiftdose drauf, um einen Kreis zu zeichnen. Da male ich ein Gesicht rein. Ich fange mit den Augen an. Der Mund beginnt an der Falz. So ein schönes Lächeln. Jetzt öffne ich das Blatt. Ich benutze mein Geld als Lineal, um beide Gesichtshälften zu verbinden. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Es soll so leuchtend wie möglich werden. Ich male den Regenbogen direkt in den Mund. Jetzt kann ich das Blatt wieder umklappen. Das sieht toll aus. Guck dir das an. Ziemlich cool, was? Wow. Mir fällt die Kinnlade runter. Britney hat ja noch nicht mal angefangen. Ich muss hier doch was haben. Oh hey, ich habe meine alte Kreide gefunden. Die kann ich jetzt gut gebrauchen. Und ich brauche meinen lieben Hammer. Ich mache noch schnell eine Schmetterlingsschablone. Die lege ich auf das schwarze Blatt. Jetzt kommt die Kreide drauf. Und dann wird gehämmert. Oh ja, das macht Spaß. Das wirkt sogar richtig entspannend. Jetzt kann ich die Schablone runternehmen. Und ich habe einen schönen Schmetterling. Ausgezeichnete Arbeit, Mädels. Ich weiß. Es ist eine schwierige Entscheidung. Aber Britney gewinnt. Wirklich? Wow, danke. Ugh, das ist doch unfair. Hey, sei nicht sauer. Ich mag deine Zeichnung. Hey, Romantik liegt in der Luft. Hier kommt eure nächste Challenge. Es ist das Herz der Liebe. Und als Inspiration habe ich einen besonderen Gast. Schaut mal da drüben. Hallo, meine Damen. Ich zeige euch meinen glühenden Blick. Gut, dass ich an die Windmaschine gedacht habe. Oh, er ist süß. Hey, ich habe ihn zuerst gesehen. Na ein. Diese Runde muss ich gewinnen. Dafür müsste ich mir was Besonderes einfallen lassen. Gib mir die Herzen. Ich will mehr. Ich mach so schnell ich kann. Ich bin nicht gut unter Druck. Hier, bitte sehr. Genau, was ich brauche. Brian ist zum Verlieben. Mua, wir wären ein so glückliches Paar. Okay, los geht's. Ich fange mit einer romantischen Nachricht an. Das sagt genau, was ich fühle. Jetzt gehe ich mit einem goldenen Stift drumherum. Ich male noch ein paar Sterne drauf. Auf den anderen Herzen stehen andere Nachrichten. Ich glaube, ich nehme das hier.
Ich falte die Seiten um und drücke sie an, um eine Falz zu machen. Jetzt falte ich den oberen Teil um. So entsteht ein kleiner Umschlag. Mit einem Aufkleber versiegle ich den. Ich stecke den zu den anderen. Jetzt habe ich eine kleine Sammlung von Liebesbriefen. Eine der süßesten Schlüsselanhänger. Wow, das ist ziemlich gut. Ist schwieriger, als ich dachte. Mir fällt nicht mal was Richtiges ein. Na gut, ich fange einfach an. Ich male ein Herz. Aber kein gewöhnliches Liebesherz. Es ist anders, aber es wird gut aussehen. Hallo, ihr. Mir gefällt dein Landstreicher-Look und deine Zeichnung bezaubernd. Eine Rose für eine Rose. Wow, was für ein Gentleman. Und was ist das? Ist das für mich? Schön und talentiert. Was für eine Kombination. Ich habe auch etwas für dich. Oh, sei still, mein Herz. Ja, diese Reaktion kenne ich schon. Hast du auch etwas für mich? Ruhe, das ist meine Zeit. Das ist ja praktisch. Nur ein kleiner Spaß. Eure nächste Challenge ist ein Pinsel. Wo ist Britney? Woher soll ich das wissen? Na egal. Fangen wir ohne sie an. Leg los. Das sollte einfach sein. Hallo, ich möchte bestellen. Was für ein toller Service. Ich liebe shoppen. Das ist mein Lieblingshobby. Okay, dann hole ich den mal raus. Wie hat der da überhaupt reingepasst? Ugh, schwer ist der auch noch. Aber er ist perfekt. Die Schachtel kann weg. Sorry, bin zu spät. Oh mein Gott, ist das Klopapier? Hä? Wovon redest du? Oh ja, ups. Das war ja peinlich. Und was habe ich verpasst? Warte, ich muss noch was erledigen. Bitte hör auf damit. Oh ja, das fühlt sich gut an. Oh, den kann ich gebrauchen. Ich brauche keinen Pinsel. Ich breche den in zwei Hälften. Und dann rolle ich den in Klopapier ein. Das muss schön eng anliegen. Jetzt wickle ich grünes Plastik drum. Genau so. Dann brauche ich einen Aufkleber. Der soll das fixieren. Sieht gut aus. Ich stecke den dann ins durchsichtige Rohr. Ich glaube, ich bin fertig. Ich tauche das erste Stäbchen in rosa Farbe. Passend zum Kunststoff. Und dann male ich damit auf dem Blatt. Wenn ich mit der Farbe fertig bin, tausche ich das Stäbchen. Jetzt kommt Blau. Die Watte soll sich schön mit Farbe aufsaugen. Und dann kann ich weitermalen. Was zum? So ist es also, ja? Dann schau dir das an. Ich habe große Pläne. Und ich werde ein Meisterwerk erschaffen. Ich bin fertig. Was? Warum hast du das gemacht? Du hast verloren. Hey, der Pinsel ist mir nur ausgerutscht. Sorry, muss auf meinen Kaliumspiegel achten. Das ist die nächste Challenge. Die ganze Arbeit macht mich hungrig. Bring mir was zu essen. Das ist gut. Das sieht alles sehr lecker aus. Was probiere ich zuerst? Wow, das sieht gut aus. Ich will auch was. Nimm deine schmutzigen Finger weg. Ich will nicht, dass du mein Essen anfasst. Ach komm schon, du schaffst das doch nicht alles. Gut, ich gebe dir ein Ei. Fang. Wow, vorsichtig. Nicht fallen lassen. Puh, das war knapp. Danke. Ich schlage das Ei über einer Schüssel auf. Ich will nämlich das Eigelb trennen. Das kommt in eine andere Schüssel. Mit meinen Fingern mache ich es kaputt. Fühlt sich so schleimig an. Jetzt gebe ich etwas Öl dazu. Noch ein bisschen mehr. Und dann umrühren. Jetzt ziehe ich die Spritze mit der Mischung auf. Dadurch wird der folgende Schritt einfacher und keine Schweinerei. Ich gebe die Eiermischung zum Farbpulver, aber nicht viel. Nur ein paar Tropfen. Mit einem Pinsel vermische ich das Ei und die Farbe. Das sieht gut aus. Jetzt zerdrücke ich die Eierschale etwas. Ich will kleine Stücke haben. Ich nehme dieses Stück Schale und male es blau an. Mir gefällt die Farbe. Ich habe eine Vase gezeichnet und auf die klebe ich die Schale. Dann kommen noch Blumen dazu. Jetzt kriege ich wirklich nichts mehr runter. Warte, vielleicht habe ich zu viel gegessen. Wow. Ups, das war ich. Besser oben als unten. Ich will kein Essen verschwenden. Vielleicht kann ich mit dem was anfangen. Ich habe die Leinwand blau angemalt. Und jetzt benutze ich den Brokkoli als Pinsel. Ich tupfe Farbe auf die Leinwand. Ich nehme verschiedene Farben. Dadurch entsteht ein toller Laubeffekt. Guck dir das an. Das ist schön. Gefällt mir. Sehr kreativ. Wie soll ich mich entscheiden? Es ist knapp, aber Kendall gewinnt. Ja, ich bin die Größte. Okay, bleib locker, Picasso.
Hui, wie schön sich das dreht. Schaut euch die nächste Challenge an. Wie aufregend. Soll das ein Witz sein? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Oh, hier hängt ein Faden an meinem Hemd. Hier ist noch einer. Mehr brauche ich nicht. Vielleicht ist da was Nützliches dabei. Make-up. Kendall wird's gar nicht bemerken. Das ist meine Chance. Einfach normal verhalten. Hier gibt's nichts zu sehen. Das perfekte Verbrechen. Ich trage Lippenstift auf die Fäden auf. Die kommen dann in den Malblock. Ich ordne sie zu einem Wellenmuster an. Dann klappe ich den Block zu und ziehe die Fäden raus. Und zurück bleibt ein abstraktes Bild. Sieht toll aus. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Warte, Brittany. Ja? Wie ist der denn hier hingekommen? Oh, den kannst du behalten. Ich nehme lieber den Pinsel. Ich male meine Leinwand schwarz an, aber nur zur Hälfte. Dann trage ich eine Linie Klebstoff auf. Ich verstreiche den Kleber über die schwarze Farbe und die leere Leinwand. Genau so. Bevor der fest wird, streue ich Glitzer drüber. Ich muss mich beeilen. Puh, ganz schön anstrengend. Hä? Ist das Gold? Das wird toll auf dem Bild aussehen. Sogar meine Schuppen sind reich. Ich sollte aber besseres Shampoo kaufen. Ich lege eine Herzschablone auf die Leinwand und schnapp mir Sprühfarbe. Ich gehe damit über die Schablone. Die Farbe ist so intensiv. Jetzt kann die Schablone runter. Wow, das hänge ich mir an meine Wand. Das ist gut, stimmt's? Oh ja, warte, bis du das siehst. Wow, meine Augen. Ich sehe nichts mehr. Leg es ab. So ist es besser. Wow, es ist wunderbar. Es ist was ganz Besonderes. Warne mich das nächste Mal vor. Wow, guck dir das ganze Zeug an. Das ist das Ende der Challenge. Es wird Zeit, die Gewinnerin zu verkünden. Ich wähle mich. Ich bin so nervös. Wer wird es sein? Es ist Kendall. Ich kann es kaum glauben. Ich habe mein Bestes gegeben. Gut gemacht. Warte. Wir sollten die Preise teilen. Wirklich? Das meinst du ernst? Juhu! Ich mag Umarmung eigentlich nicht. Das ist so schön. Kunst ist die wahre Gewinnerin. Bin voll gespannt auf den Unterricht. Ich nicht. Heute ist Testtag. Ich liebe Tests. Vor allem, wenn es um Kunst geht. Claire ist so eifrig. Ich mache ein Selbstporträt. Ich fange mit den Umrissen an und dann male ich es aus. Beim Haar wechsle ich die Winkel, so bekommt die Struktur. Das wird gut aussehen. Das ist die perfekte Hauttonfarbe. Dann noch ein paar Details an die Kleidung. Mit dem weißen Stift male ich die Augen aus. Das sieht einfach besser aus. Kannst du mich auch malen? Klar kann ich das. Nicht bewegen. Ich mache das genauso wie eben. Die Haare sind echt gut geworden. Und jetzt wird ausgemalt. Das wird dir total gut gefallen, Leo. Als ob du in den Spiegel schaust. Ich zieh dir bunte Klamotten an. Malen macht mich voll glücklich. Fast fertig. Hier für dich. Wow, das gefällt mir. Huh? Die gehören uns. Finger weg. Was machst du da? Nein, du hast es zerrissen. Was hast du getan? Was ist los? Sorry, du hast mich erschreckt. Das ist eine Mal-Challenge, okay? Dieser Look steht dir echt gut, Claire. Mir gefällt dein Lippenstift. Ich könnte dich den ganzen Tag anschauen. Geht's dir nicht gut? Du willst, dass wir was Symmetrisches machen? Ich muss Claire beeindrucken. Wie wär's mit einem Makeover? Du siehst komisch aus. Oh, ich habe eine Idee. Guck dir das an. Das bringt mich auf eine tolle Idee. Dafür brauche ich die Schere. Ich falte ein Blatt Papier und schneide einen kleinen Abschnitt ab. Dann falte ich das Papier wieder um und fange an zu zeichnen. Ich zeichne ein blaues Monster, aber ich male nicht über den Falz. Jetzt klappe ich das Blatt um und male daneben weiter. Ich zeichne ein menschliches Gesicht, dann den Körper. Dann kommen noch ein paar Details. Genau so. Jetzt kommt der lustige Teil. Das wird das Innere des Kopfes. Das soll aussehen, als ob er auseinandergezogen wird. Dann brauche ich natürlich blaue Farbe. Und dann fleischfarbene. Die Krone wird gelb. Das sieht toll aus. Ich muss nur noch den Rest ausmalen. Und ich bin fertig. Ist das Blatt umgeklappt, sieht's wie ein normales Bild aus. Aber dahinter steckt eine Überraschung. Okay, jetzt bin ich dran. Ich falte das Blatt. Und zeichne ein Herz.
Jetzt kann ich es ausmalen. Dafür nehme ich natürlich Rot. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Diese Handschuhe sind schön. Danach klappe ich das Blatt auf. Ich habe ein süßes Pärchen skizziert, das sich küsst. Ich stelle mir vor, das wären Claire und ich. Ich ziehe mit Schwarz meine Skizze nach. Ich muss nur den Linien folgen. Dann kommt Farbe dazu. Das Mädchen bekommt schwarze Haare. Es wird also wie Claire aussehen. Ich hoffe, sie versteht die Anspielung. Ich will, dass es perfekt wird. Das wird mein Liebesbrief an sie sein. Sieht genau wie wir aus. Guck, wie glücklich wir sind. Ich bin so ein Romantiker. Darf das Mini-Herz nicht vergessen. Und fertig. Das sieht bezaubernd aus. Genau wie Claire. Mir wird ganz warm ums Herz. Guck, was ich gemacht habe. Pass auf, Claire. Ich glaube, ich muss kotzen. Vielleicht machen wir das auch irgendwann. Guck dir das an. Oh, das ist schön. Mach, dass es aufhört. Puh, es ist vorbei. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Siehst du, sogar Händchen lacht. Okay, das ist genug. Warum hast du das gemacht? Komm schon, lass mich gewinnen. Hey, guck, ich habe gewonnen. Im Ernst? Hast du ein Problem damit? Guck mal, Claire. Ich glaube, sie sind dabei, sich zu verlieben. Das ist wunderschön. Ich hasse das. Warte, irgendetwas passiert da. Er wurde abserviert. Eine Rose. Sie riecht fantastisch. Wie eine Sommerwiese. Ist das die nächste Challenge? Claire, ich möchte, dass du sie bekommst. Weg damit. Du stehst nicht so auf Blumen, was? Nur wenn sie auf einem Grab stehen. Kann ich jetzt anfangen? Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Kannst du das nicht leise machen? Ich fange mit einem Herz an. Da kommen Dreiecke rein. Dann zeichne ich unter dem Herz einen Bauch. Jetzt verwandelt es sich in eine Rose. Jetzt zu den Blättern. Und schließlich den Stiel. Mit dem Bleistift mache ich die Schattierungen. Aber diese Rose wird nicht rot oder rosa. Sie wird schwarz. Ist ja auch die schönste Farbe. Beim Ausmalen der äußeren Blütenblätter übe ich mehr Druck aus. Dadurch werden sie dunkler. Sie liebt mich nicht. Warte. Sie liebt mich. Das ist ein Zeichen vom Universum. Wir gehören einfach zusammen. Wow, das bringt mich auf eine Idee. Bin gleich wieder da. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Ich will diese Rose. Meine große Liebe hängt davon ab. Wow. Nimm sie, Kumpel. Genau die brauche ich. Und das ist, was ich brauche. Juhu. Okay, entspann dich. Claire? Was willst du jetzt? Die ist für dich. Lass mal sehen. Die ist hübsch. Sie gefällt ihr. Lecker. Mit der bin ich fertig. Okay. Du willst unsere Bilder sehen. Hier ist es. Es ist schwarz, wie mein Herz. Ich habe nichts gemalt. Ja, das ist fair. Nee, als ob mich das interessiert. Küss mich, Claire. Du gibst wohl nie auf. Geh weg. Oh, du bist gemein. Was macht es? Ich bin verwirrt. Ich glaube, das soll ein Schattenhund sein. Ich finde das gut. Das ist tragisch. Nichts weiter. Nee, das finde ich nicht. Es ist ein Hund. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Hey, Claire, guck mal. Trickshot. Ziemlich cool, oder? Ich weiß, dass sie beeindruckt ist. Überhaupt nicht. Bringen wir es hinter uns. Was macht er da? Ich nehme meine Hand als Schablone. Bitte hör auf zu reden. Ich zeig's dir. Ich lege meine Hand aufs Blatt etwa so. Dann zeichne ich um sie herum. Das sieht noch nach nichts aus. Aber warte, bis ich die Details gemalt habe. Ich fange mit dem Auge an und dann die süße kleine Nase. Ich mache sie schwarz. Und das gleiche mache ich mit dem Auge. Aber ein kleiner weißer Punkt bleibt frei. Das ist die Lichtreflexion. Jetzt komme ich zum Fell. Und er braucht auch ein Halsband. Wir wollen ja nicht, dass er verloren geht. Bitte fang nicht an zu singen. Doch, und ich werde laut singen. Das ist schrecklich. Ich mal ein kleines Hündchen. Ich halte das nicht mehr aus. Du machst mich wütend. Ich werde dich zerquetschen. Jede Note sticht in mein Gehirn. Hör auf damit. Guck, wozu du mich gebracht hast. Warte. Ich glaube, damit kann ich was anfangen. Zuerst verteile ich den Kreidestaub. Das fühlt sich gut an. Ist ziemlich beruhigend.
Ich spüre, wie sich die Anspannung auflöst. Ich zeichne ein auf dem Kopf stehendes Herz. Dann zwei kleine Kreise und ein Dreieck. Sieht schon wie ein Hund aus. Das sind die Ohren. Mein Hund bekommt braunes Fell. Das ist der einfache Part. Ich darf nur nicht über die Linien malen. Ich wünschte, jedes Bild könnte so werden. Gleich geschafft. Und jetzt die große rote Zunge. Ich hätte so gerne einen Hund. Er wäre mein bester Freund. Wir könnten die ganze Zeit spazieren gehen. Ich konzentriere mich mal lieber auf das Bild. Ich glaube, ich bin fertig. Sieht ziemlich gut aus. Nein, tut es nicht. Komm schon, ich muss diese Runde gewinnen. Meine Hand war meine Vorlage. Erkennst du die Ähnlichkeit? Ich kann meinen nicht hochheben. Ja, ich habe gewonnen. Ich bin der Größte. Na, na. Übertreib's nicht, Leo. Ups, Entschuldigung. Ich bin so wütend. Was jetzt? Was glaubst du, was es ist? Sorry, dass ich gefragt habe. Guck mal, ein hübscher Schmetterling. Wow, das ist so magisch. Ich wünschte, es gäbe ein Spinnennetz. Da passiert gleich was. Händchen fängt den Schmetterling. Ist der okay? Ich hoffe nicht. Wir sollen also einen Schmetterling malen. Das ist ja aufregend. Hör auf damit. Los geht's. Ich glaube, das ist mein Blatt. Hä? Oh, okay. Na los, gib schon her. Was? Kein Tausch? Hör auf das Händchen. Du willst dich nicht mit ihm anlegen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Schmetterlingsschablone. Mir egal, ich brauche meine Kreide. Mit dem Messer kratze ich an der Kreide und ich mische die Farben. Ich verteile den Kreidestaub auf der Seite. Ich mache zunächst nur die grobe Form. Ich weiß, es ist ein bisschen zu bunt für mich. Aber das wird sich gleich ändern. Die letzte Farbe, die ich brauche. Jetzt werden meine Finger schmutzig. Ich verwische den Kreidestaub. Das wird der Schmetterling. Da kommt jetzt noch die Schablone drauf. Das sieht ungefähr richtig aus. Dachtest du wirklich, ich würde kein Schwarz verwenden? Ich kratze Kreide über die Schablone und bedecke mit dem Staub das ganze Blatt. Den verschmiere ich dann mit meinem Finger. Das wird ein toller Effekt. Ich lasse mir dabei Zeit. Mit der anderen Hand halte ich die Schablone fest. Ich will das jetzt nicht ruinieren. Jetzt kommt die Schablone runter, aber ich bin noch nicht fertig. Ich male noch was in den Schmetterling. Das wird eine ruhige Landschaft. Ich bin dran. Ich lege die Schablone auf das Blatt. Und dann ziehe ich Linien mit der Kreide. Ich mache das in Abschnitten und wechsle die Farbe. Das mache ich ringsum. Das wird toll aussehen. Ich mache das alles mit Kreide, weil die so lebendig aussieht. Ich halte die ganze Zeit die Schablone fest. Einmal verrutscht und mein Bild wäre ruiniert. Jetzt kann die Schablone runter. Guck mal, er fliegt. Und landet hier. Hier kommt noch eine Strichlinie hin. Das ist die Spur des Schmetterlings. Das ist so bunt. Wie ein Schmetterling. Hier ist mein Bild. Du solltest es lieber mögen. Guck, Claire. Unentschieden. Wir haben beide gewonnen. Das macht mich so glücklich. Wow. Guck dir das an. Haut ab. Ich verscheuche euch mit meinen Dance-Moves. Coole Moves, Claire. Schätze, wir zeichnen jetzt einen Regenbogen. Ich liebe Regenbögen. Nein, das wird nicht passieren. Alles, nur nicht das. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich brauche meine Handschuhe. Gleich geht's zur Sache. Ich halte es einfach. Hä? Warum bist du so aufgeregt? Was stimmt nicht mit Schwarz? Geh weg. Ich meine es ernst. Hör auf damit. Das nervt langsam. Das wirst du noch bereuen. Ich wollte das nicht tun, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen. Guck mich nicht so an, ich habe dich gewarnt. Jetzt kann ich anfangen. Ich zeichne zuerst eine große Wolke. Genau, was ich wollte. Die halte ich jetzt über meinen Kopf. Ah, das ist gut. Das wird ein Spaß. Ich bedecke das Blatt mit verschiedenen Farben. Dann nehme ich dieses Herzpuppet und drücke es auf die Farbe. Wichtig ist, dass es komplett bedeckt ist. Dann ziehe ich es ab. Jetzt platziere ich es auf der Leinwand. Ich habe die Leinwand mit Klebeband abgedeckt, bis auf das Herz. Ich will nichts vermasseln. Jetzt nehme ich es runter. Sieht gut aus, aber ist noch nicht fertig. Ich streiche noch mit dem Pinsel drüber. Wow, guck dir das an, was für ein toller Effekt. Jetzt kommt der Rest. Ich habe eine Zahnbürste in weiße Farbe getaucht und verteile Farbspritzer über das Herz. Dann habe ich den Glasboden in weiße Farbe gedrückt. Und das kommt jetzt in die Mitte. Dann male ich da einen Baum rein.
Ich male noch ein paar Vögel. Die haben definitiv gefehlt. Jetzt kann ich den Baum fertig machen. Dafür nehme ich wieder die Zahnbürste. Mit der entsteht der Eindruck von Blättern. Fertig. Jetzt kommt das Klebeband von der Leinwand runter. Wow, was für ein Kunstwerk. Mir gefällt das. Brauchst du einen Regenschirm? Ich bin noch nicht fertig. Schon besser. Du brauchst echt Hilfe. Nimm mich. Ja, ich wusste es. Ich habe gewonnen. Guck mal, Claire. Au. Diese Eier machen Appetit. Schätze, dann habe ich sie gut gezeichnet. Hey, Jasmine. Guck dir das mal an. Hier, ich habe Frühstück gemacht. Mal sehen. Ich denke, ich nehme die. Die sind gar nicht echt? Ich verstehe es nicht. Nur die hier sind echt. Medium gegart. So mag ich sie. Die sehen gut aus, stimmt's? Warte, was? Cool, was? Lecker. Aber Lilly, die beiden wirken etwas verwirrt. Eine Challenge wird ihnen helfen. Was ist los? Kommt zu mir, Mädels. Was ist das für ein Ort? Nettes Outfit. Und was jetzt? Ich denke, ihr zwei braucht eine kleine Challenge. Diese Kreide malt nicht richtig. Ich kann die kaum kontrollieren. Oh, das Geräusch ist schrecklich. Mach, dass es aufhört. Die Linien sind so dick. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte. So, ich habe genug. Hey, was ist hier los? Meine Kreide. Och, jetzt ist sie nur noch Staub. Das ist ziemlich cool. Wow. Ich bin gerade voll inspiriert. Warum sperrige Kreide nehmen, wenn ich mit dem Finger malen kann? So habe ich viel mehr Kontrolle. Und der Rand ist so schön weich. Erkennst du, was ich mache? Keine Bange, gleich wird's offensichtlicher. Mit der normalen Kreide würde ich's nicht hinkriegen. Jetzt noch mit Staub auffüllen. Ich trage an einigen Stellen einfach mehr auf. So schaffe ich Struktur. Jetzt wird's offensichtlicher. Darf die andere Seite nicht vergessen. Weiße Highlights funktionieren auch gut. Oh, sieht denn schon süß aus? Jetzt zu den lustigen Details. Eine Fliege muss sein. Das ist ein süßes Detail. Jetzt noch mehr Struktur schaffen. Sieht aus wie echtes Fell, stimmt's? Mit dem möchte man gern schmusen, oder? Ich bin fast fertig. Und last but not least, ein süßes Lächeln. Fast hätte ich die Augen vergessen. Siehst du, wie ich ihn zum Leben erweckt habe? Was er sich wohl gerade anschaut. Ist er nicht super süß geworden? Meine Geheimwaffe. Fertig. Wie findest du ihn? Wow. Ich weiß. Was male ich? Mein Lippenstift. Das könnte klappen. Ich habe eine Idee. Damit kann ich wirklich arbeiten. Solange ich genug Lippenstift habe. Jetzt kommt eine weitere Schicht. Ob ich den schon auffrischen muss? Mit genügend Schichten entsteht etwas Tolles und erzeugt einen dynamischen Look. Okay, jetzt zu den Details. Oh, schau dir diese kleine Hand an. Ich mache noch eine, genau so. Das Gesicht komplettiert das Ganze. Eine Brille ist auch süß. Was ziehe ich ihr an? Ein süßes Kleidchen vielleicht? Mir gefällt, wohin das führt. Fantastisch, wie aus ein paar Formen eine detaillierte Zeichnung entsteht. Mit Rot kann man eine Menge anfangen. Das ist eine meiner besten Arbeiten. Tada! Total cool, oder? Oh, ihr seid fertig? Sie sind beide wunderbar. Sehr gut gemacht, meine Damen. Hey, was ist passiert? Das ist meine Art, Dinge zu tun. Nichts ist besser als ein Lolli. Dito. Oh, ich will auch so einen. Schau sie dir an. Das ganze Lecken. Mein Mund füllt sich mit Speichel. Es reicht. Her mit dem leckeren Zucker. Die gehören mir. Alles meins.
Erdbeere. Und der hier schmeckt nach Zitrone. Absolut köstlich. Ups, sorry, Mädels. Ah, was ist passiert? Ich habe den schlimmsten Geschmack im Mund. Total eklig. Moment mal. Hey! Guck dir das an! Zuerst stemple ich über die Schablone. Ich verwende zwei Farben. Aufs Verschmelzen kommt es an. Fertig! Das kann ich besser. Schau einfach zu. Okay, weiter geht's mit dem Marker. Der bringt die Form richtig zur Geltung. Diese Wellen brauchen eine Weile. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Oben male ich kleine Ohren ran. Dann noch ein paar Flossen. Weißt du schon, was es wird? Mit diesen Details wird's bestimmt offensichtlicher. Dieses Veilchenblau ist wirklich schön. Darf die andere Seite nicht vergessen. Und jetzt dunkleres Lila. All die Farben sehen toll zusammen aus. Sie alle tragen zu einer gewissen Tiefe bei. Auch wenn es eine Weile dauert, ist es die Arbeit wert. Jetzt brauche ich einen dickeren Pinsel. Siehst du, wie einfach ich den ziehe? Und schau dir diese herrlichen Farben an. Seetang hilft, ihn in Szene zu setzen. Sieht aus, als wäre er unter Wasser. Daher auch all die lustigen Blasen. Hey! Guck mal, was ich gemacht habe. Gefällt er dir? Wow! Das nehme ich mal als Ja. Mein Bild sieht so schlicht aus. Dummer Pinsel. Vielleicht ist größer besser. Aber ich muss den erst vorbereiten. Das Regenbogenmuster ist immer gut. Und mit dieser Technik wird der richtig toll. Siehst du, was ich meine? So erweckt man ein Bild zum Leben. Siehst du? Wow, erste Sahne. Ich bin echt beeindruckt. Gut gemacht. Ich nehme sie euch ab. Hey. Oh, juhu. Was ist so lustig, Mädels? Igitt, der ist so groß. Ich mag keine gemeinen Mädchen. Ich werde euch bestrafen. Schluss mit Finger zeigen. Hey, ich kann meine Hand nicht bewegen. Autsch, die klemmt. Ganz genau. Mein Job ist erledigt. Aber was ist mit unseren Händen? Sollen wir etwa so malen? Aber wie? Lilly, ich bin genauso ratlos. Aber warte. Guck dir das an. Ich kann mit dieser Form etwas anfangen. Errätst du schon, was es wird? Das wird super gut werden. Puh, sie ist wieder frei. Ich habe noch einiges zu tun. Ich füge einfach noch ein paar Details hinzu und baue auf dem auf, was ich schon habe. Du hast es erraten. Das ist das Auge. Langsam wird's was. Jetzt zur Nase. Die ist niedlich, stimmt's? Wenn du denkst, dass das eine Robbe ist, denkst du richtig. Er bellt. Und jetzt ein bisschen Farbe. Die Zunge wird natürlich rosa. Die gehört einfach zur Robbe. Okay, ich bin fertig. Gefällt er dir? Schau ihn dir an. Was? Ich denke, da kann ich mithalten. Auch wenn ich auch meine Hand benutze, nehme ich eine ganz andere Form. Fast fertig mit dem Umriss. Wow, das hat gut geklappt. Ich weiß. Manchmal muss man einfach die Perspektive wechseln. Jetzt verbinde ich die gespiegelten Formen. Die Augen kommen hier hin. Sieht schon ganz niedlich aus. Oh, schau dir dieses Lächeln an. Und jetzt? Der Körper, alles passt gut zusammen. Aber er braucht noch Farbe. Hey, das ist total befriedigend. Einfach lange und farbige Striche. Die Farbe ist so schön und kräftig. Mit einer Farbe ist das ganz einfach. Seine kleinen Füße nicht vergessen. Und fertig. Juhu. Wow, sehr schön, Jasmine. Oh, beide sind wunderschön.
Gut gemacht. Das bedeutet nur eins. Meine. Oh? So. Was jetzt? Wow. Ja, das ist cool. Ich weiß. Fantastisch. Juhu. Und wer hat jetzt gewonnen? Ausgezeichnete Frage, Sterbliche. Hey, komm her. Sollen wir es zeigen? Ja. Okay, jetzt. Tada! Das bist du, Hexe. Mutter mal und so. Das haben wir gemeinsam gemacht. Täuschen mich meine Augen? Hä? Oh, meine Damen. Ich wollte das nur aus der Nähe sehen. Das schönste Gemälde, das ich je gesehen habe.